So, wir sind jetzt beim Friseurladen. Lennys Gang eliminieren, das ist unser nächstes Ziel. Und unser weiteres Ziel, ein Teil der Pumas haben wir schon erledigt. Okay. Da haben wir schon unsere erste Zielperson, Mason McCready. Zudem sollen wir Lenny noch ruhig stellen. Nun gut, gucken wir mal kurz in die neuen Einsatzziele vielleicht rein. Lenny Dexter, das schwarze Schaf. Er hat sich das Mädchen gegriffen, Ja, damit sein kennen Vater wir ihn alle gewinnt schon. hat. Von allen Feinden ist er das schwächste Glied. Ihn zum Reden zu bringen, ist kein Problem. Aber erst muss ich mich um seine Pumas kümmern. Wenn ich mir Lenny greife, werden sie sich mit Sicherheit einmischen. Außerdem wissen sie zu viel. Ja, kennen wir schon, aber hier sind jetzt zwei neue Ziele. Luke, Mason. Die beiden verbliebenen Pumas befinden sich im Stammtreff. Einer im Hinterhof, der andere im Hauptraum. Obwohl die Redelsführer der Verschwörung tot sind, könnten sie immer noch Probleme machen, wenn ich mir Lenny schnappe. Anmerkung: Im Gebäude befinden sich mehrere Verbündete der Pumas und Polizisten, die Dexter gegenüber loyal sind. Ich muss vorsichtig vorgehen. So, der wäre zu einem Luke. Luke Wheelie, verhalten, akribisch, ernst, ängstlich, lehnt Gewalt ab und bevorzugt eine unauffällige, indirekte Vorgehensweise. So wie wir, der Hitman. Und Mason McCready, verhalten, impulsiv, hitzköpfig, vergnügungssüchtig, gute Sozialkompetenz, aber Neigung zu plötzlichen Gewaltausbrüchen. Und wir sollen Lenny ruhig stellen. Lenny Dexter, Sohn des Waffenherstellers Blake Dexter und Anführer der Hope Pumas. Anmerkung: Lenny ist meine beste Chance, Victoria zu finden. Ich muss ihn unversehrt in die Finger bekommen. Okay, 47, das hört sich doch nach einigen ambitionierten Zielen an. So. Na verdammt, da ist ein Hey du, Cop. komm mal kurz her. Siehst du die Flasche? Die erkennen uns doch schon wieder, die Hast Cops in du unserer eine Verkleidung Robbe? hier, die wir noch aus der letzten Und Folge soweit ich haben. weiß, habe ich scharfe Soße Aber gefunden. unsere erste Zielperson, Mason McCready, ist da zumindest schon mal. Meine Würze. So. Scharf. Da können wir nach unten klettern, das ist ganz gut. Hier haben wir noch einen Benzinkanister. Vielleicht auch nicht so verkehrt. So, und runter hier und ab dafür. Da ist der nächste Cop schon. Okay. Der Hey, will anscheinend. Bullenschwein, nette Marke. Wie wär's, wenn ich sie dir in den Wow, Arsch wow, wow. schiebe? Wow, wow, wow. Also, wie die hier mit den Cops umgehen, das ist schon grenzwertig, finde ich. Der Cop da hinten hat uns fast erkannt. Der gute Mason will wohl ein bisschen was Schärferes für das, was auf dem Grill liegen hat. Aber wenn wir da vorbeigehen, dann erkennt uns der Cop sofort. Ah, okay. Was haben wir hier? Sieht aus, als könnte man mit einem Schraubenschlüssel dieses Kabel lockern. So. Sir, es ist so beruhigend, Sie in der Nähe zu wissen. Da bin ich mir sicher, mein Freund. So, Schrotgewehrmunition haben wir hier. Ach, und der strollt da jetzt einfach gegen, oder wie? Na gut, mit der Axt so martialisch sind wir nicht. Wir sind ja nicht Hannibal Lecter, aber. Okay, der Typ kommt auch zurück mit der Soße, die angefordert war. Der Strom hat uns ja schon in den letzten Folgen gut geholfen. Mason verzieht sich jetzt auch. So, nehmen wir doch mal diesen Mutterschlüssel hier. Und ziehen das Kabel. Zack. Kurz an. Und jetzt können wir den Hebel ziehen und 10.000 Watt elektrischer Strom sollten einen ausgewachsenen Mann umbringen können. Ich denke auch, dass wenn der da das nächste Mal gegen strollt, diese Starkstromleitung dem ziemlich zusetzen wird. Ah, okay. Wir müssen auch gar nicht unbedingt da unten durch, am Kopf vorbei, sondern können auch hier lang. Sehr schön. Okay, es geht sogar noch höher. Also wir wissen schon mal, wie wir den guten Mason, unsere erste Zielperson, ja, eliminieren können. Trotz Barbershop, Wigs and Hairpieces, also sind wir jetzt bei diesem Friseurladen. Das ist zumindest schon mal sehr gut, dass wir jetzt wissen, wie wir den ausschalten könnten. Aber ich will erstmal noch unsere zweite Zielperson, Luke hieß er, glaube ich, und Lenny ausfindig machen. So, der chillt jetzt da am Grill, geht wieder strollen. Soll er sein Geschäft noch genießen? Es wird eins der letzten sein in seinem Leben. So. Durchs Fenster können wir eigentlich unbeschadet, denn die Minimap verrät mir, dass sich hier niemand auf unserer Ebene aufhält. Schlaftabletten. Damit könnte man Leute ruhig stellen, ohne sie zu verletzen. Eine sehr gute Überlegung, 47. Und da wir ja nur die beiden Gangmitglieder, die Pumas töten sollen und Lenny nur ruhig stellen sollen,
Denke mal, wären die für Lenny perfekt. Hier haben wir einen weiteren Schrank zum Verstecken. Brauchen wir momentan nicht. Wir sollten nur sehr, sehr vorsichtig sein jetzt hier, dass uns die Cops von den 47 in der Beschreibung redet nicht erkennen, weil die können uns als Einzige hier erkennen. Wir dürfen jetzt mal rein und alles. Hier haben kein Symbol. Ja, und da hinten sind schon die Nächsten. Da ist Luke Wheelie, unsere zweite Zielperson. Und wenn das nicht mal Lenny Dexter ist. Du hast absolut recht. Wir sollten uns das nicht mehr ansehen. Pizza. Ja, endlich kriege ich den Respekt, jetzt kommt den ich nach der ewigen Warterei verdiene. Tja. So. Luke verpisst sich jetzt. Wohin, weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall unter uns. Vielleicht sollten wir so eine Flasche mitnehmen. Das wäre vielleicht gar nicht so dumm. Ich meine, Mr. Dexter. Hey, der siegreiche Held. First we take Chicago. Was? Ja, genau. Okay. Danny schießt schon Freundschaft mit den Cops, da kommen wir definitiv nicht vorbei. Die erkennen uns einfach zu schnell. Die Polizisten, die hier merken, dass da kein Kollege in der Verkleidung hier steckt. So. Versuchen wir es mal über diesen Weg hier. Da haben wir doch eine neue Verkleidung. Verkleidung als Friseur. Das wäre doch nicht schlecht. Zeig mal her, 47. Aha, der Killer-Friseur. Rasieren und ein Haarschnitt. Okay, wir sind jetzt hier im Friseurladen, deswegen auch die Verkleidung. Nun gut, ich denke mal, als Friseur werden uns die Cops zumindest nicht mehr so schnell erkennen. So, da ist Luke. Da haben wir einen schönen Puma. Okay. Also wir könnten jetzt mit Lenny mitgehen, der uns hier anscheinend für den Friseur hält. Lenny ist jetzt auf dem Weg zum Friseurladen. Wir könnten aber auch die Schlaftabletten in der Pizza platzieren, wenn dann niemand anderes wäre. Niemand außer Lenny wird diese Pizza essen. So, Lenny geht jetzt in den Friseurladen, aber ich würde ehrlich gesagt lieber zunächst... Ja, du solltest dir irgendwann mal die Zähne putzen. Luke und Dingsens eliminieren. So, der chillt hier. Okay. Also für Luke müssen wir uns noch was Gescheites einfallen lassen. Leicht entzündlich, könnte nützlich sein. Feuerzeugbenzin. Aha. Stecken wir mal ein, würde ich sagen. So, hier müssten wir jetzt eigentlich wieder am Grill sein. Wie geht's Ihnen, Sir? Schön, Sie zu sehen. So ist das auch. So, und Mason geht gerade zum Strollen. Sein Typ kommt gerade wieder. Den töten wir jetzt natürlich nicht einfach so. Also schön Abstand halten. Ja, komm. Du kriegst keinen Haarschnitt, aber der kriegt jetzt vielleicht ein bisschen, Probleme beim Strollen, würde ich mal sagen. Gut Schuss wünsche ich, Kollege. So, der Kopf dürfte uns nicht sehen. Viel Spaß. So, wo bleibt der Strom? Da ist er ja. Unfälle kommen vor. So. Komm. Mason eliminiert. Ich muss weg. Ja, das stimmt. Und du bist jetzt auch weg, Mason. Hau rein. Da dampfte schön in der Truhe. Und das war's für ihn. So, Herr Kopp, dürfen wir hier denn auch rein? Dann würde ich mich hier auch nochmal gerne umsehen. Okay, hier können wir was weiteres... was weiteres so machen. Scharfe Soße gegen Feuerzeugbenzin austauschen. Das ist natürlich auch assi. So hätten wir Mason, glaube ich, auch richtig zusetzen können. Hier können wir noch was sabotieren. Wir machen hier einfach mal das ganze Programm durch. Wir sind der Friseur, wir dürfen alles.
cool wäre natürlich, wenn Luke was davon isst, aber ich glaube, nur Mason hatte sich immer die Soße bestellt und wollte das. So, geht jetzt da raus. Könnten wir ihn theoretisch... Ja, ich kümmere mich drum, kein Problem. ...abpassen. So. Zielkill, lautloser Killerbonus. Und den werden wir jetzt schön los. Boah, im Friseurladen räumen wir richtig ab, Leute. Da haben wir ihn gut abgepasst zeitlich. So. So, sichtbar bewaffnet, das wollen wir natürlich nicht. Gehen wir wieder schön auf die Flasche, da kann uns niemand was. So, ich glaube, die Typen hier schöpfen auch allesamt keinen Verdacht. Was wollte ich noch sagen? Ach ja, fick dich, das war's. Am liebsten würde ich jetzt mit dem noch runtergehen und den da unten eliminieren. Da waren ja auch eine Truhe. Den einfach ruhig stellen und fertig machen, den Penner. Na gut, wir lassen das mal. Denn wir haben die Mission ja soweit geschafft. Ich denke mal, jetzt könnten wir entweder Schlaftabletten. Okay, der Typ, für den wir da unten sabotiert haben. Zunächst Gasexplosionen sind tragisch, aber alltäglich. So hätten wir den auch ausschalten können. Uns auch hier Schlaftabletten rein. Aber Lenny ist ja in den Friseurladen gegangen. Und da waren wir relativ alleine mit ihm. So, Lenny, der Friseur kommt. Mach dich schick. Sie sind nicht gerade gesprächig, was? Sie kennen ihren Platz. Das mag ich an Friseuren. Tja, dann kriegst du jetzt deine Rasur, Lenny. Der Todesfriseur ist da. Sie sind nicht gerade gesprächig, was? Sie das ist keine Platz. Kunst. Tja, das mag ich an Friseuren. Gute Nacht, Lenny. Iron Man 2 erhöht die Laufgeschwindigkeit von 47 um 4%. Nächste Stufe verbessert die Laufgeschwindigkeit von 47 weiter. Nice. So. Spezialist. Ich habe das eine Level jetzt nochmal in einer neuen Aufnahmesession gemacht, deswegen wird die Punktzahl von den Straßen von Hope, da hatten wir auch ungefähr 60.000 nicht mitgezählt, aber ich denke mal, wir haben das ziemlich gut gemacht hier tatsächlich. So, Straßen von Hope ist nichts gezählt, aber hier guckt euch das an. Lautloser Killerbonus haben wir, Zielkill mal 2, Einsatzziel vollendet, Beweis beseitigt haben wir nicht. Trotzdem 2 Leichen versteckt und einen Markenzeichenkill, also ich denke mal, wir haben hier schon sehr gut abgeräumt und können definitiv gut weitergehen. Infiltrator haben wir. Die Waffe hatten wir noch aus der vorherigen Mission. Hope-Klempner, Friseur, Polizist von Hope. Los aufdrehen. Also wir hätten hier sehr viel machen können, aber ich muss weg mit dem, was der da an der Wand gestrollt hat, hatten wir gemacht. Das schwächste Glied haben wir. Haben Lenny als Friseur ausgeschaltet. Tja, und ich denke mal, haben das wirklich sehr souverän gemacht. Öl ist dicker als Blut, hätten wir auch die auf mannigfaltige Weise ausschalten können. Also ich kann jedem wirklich nur empfehlen, das Spiel wirklich selbst einfach zu spielen, weil es so viele Möglichkeiten gibt, hier die Ziele abzuschließen. Aber auf jeden Fall haben wir die Rasur für Lenny erfolgreich durchgeführt und werden jetzt hoffentlich den Aufenthaltsort von Victoria aus ihm rausbekommen können. Weiter geht's. Wie sieht's aus, Doc? Ein Glücksgriff? Genau das ist sie, Sir. Sie ist außergewöhnlich. Wir haben sie getestet. Ihre Zellen wurden modifiziert durch ein Isotop an ihrer Halskette. Es scheint sie zu verjüngen. Mit dem richtigen Training wäre sie stärker und schneller als jedermann. Aber ohne die Kette wird sie schwächer. Sie ist mehr als perfekt. Das ist bestimmt der Grund, warum die Agency scharf auf sie ist. Jackpot! Ha, ha! Lenny wurde entführt. Was? Welcher Wichser will mich denn hier verarschen? Oder willst du mich verarschen? Gott verdammt! Ruf Jake an und sag ihm, wir wollen das Lösegeld. Und sag dem Sheriff, ich will meinen Jungen zurück. Diesem scheiß Perversling zahle ich ja noch Geld. Tja, dem guten Blake Dexter geht anscheinend ordentlich die Düse. Oh, Mrs. Cooper. Sheriffs Büro? Wie kann ich helfen? Ist für Sie... Skurky hier, was? Lila, hi. Was?
Nein! Ja, Gott verdammt! Ist gut, ich komme! Bin gleich da! Part 2 am Ende des Weges. Wo ist Victoria? Der tötet mich, wenn ich verrate! Und ich töte dich, wenn du schweigst. Oh, bitte! Wir wollten sie doch wieder freilassen! Wir wollten doch nur ein bisschen Kohle, Mann! Zum letzten Mal. Wo ist Victoria? Nicht aufhören. Dad hat gesagt, lass sie mal tanzen! Und wo kann ich den finden? Eine Fabrik am Stadtrand. Fragen Sie sich einfach durch. Er kämpfte immer nachts, okay? Gut. Du kannst aufhören, das hilft mir weiter. Darf ich aus dem Loch raus? Anscheinend sollen wir jetzt hier das mit der Nonne war ein Unfall, okay? Über das Schicksal von Lenny entscheiden. Es gibt keinen Grund. Oh Mann, ich habe ihnen gegeben, was sie wollten. Nehmen wir mal die Magnum. Ach Lenny, wenn alles nur so einfach wäre, wie du denkst. Das Dynamitkisten? Ich wusste, sie bringt's nicht. Spielen den harten Mann. Aber wenn's drauf ankommt, sind sie eure scheiß Feigling. Oh Mann. Typen wie sie. Ach, Lenny. Ist mein Dad zum Frühstück. Ein Schuss noch und ich töte dich. Das war einer zu viel. Der Hitman kann leider keine Zeugen zulassen, Lenny. Es tut mir leid. Aber deine Waffe nehme ich gern mit. Lenny ist tot. Ja, das ist korrekt. Gut, dann verlassen wir diese öde Wüste mal. Stecken die Waffe weg und lassen Lenny hinter uns. Wir müssen uns jetzt auf der Suche nach Sanchez, dem Leibwächter von Blake Dexter, machen. Meine Arbeit hier ist beendet, so ist es. Der Hitman kann keine Zeugen zurücklassen, deswegen mussten wir Lenny töten. Und ab dafür. Ja, eine sehr kurze Mission, deswegen wird die jetzt einfach noch an die letzte rangehängt am Ende des Weges. Ja, man hätte hier noch alle Waffen aufnehmen können. Hätte noch mit einer Wasserpfeife, mit dem Hundeknochen, mit dem Schürhawk, mit dem Tomahawk, mit dem Mutternschlüssel machen können. Also die anstatt auch mit dem Tomahawk einfach, ja, abwerfen können, aber das war mir dann noch etwas